hair, smooth as silk, cool as air. Verbindet die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer mit diesem Song von Blondie? Was hat Miley Cyrus mit ihrem Geburtstag zu tun? Und welche Musik bringt die Tatortkommissarin zum Weinen? Das erfahren Sie heute in den Lebensliedern mit meinem heutigen Gast. Und darüber freue ich mich sehr, dass sie da ist. Es ist Jasna Fritzi Bauer! Abend. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass Sie zuschauen. Das ist meine Band. Schön, dass ihr da seid. Die Jungs für Lebenslieder. Oh yeah, Mike, Sebi und Tobi. Aber die Person, um die sich dieser Abend drehen soll, sitzt jetzt neben mir. Jasna Fritzi Bauer. Ich grüße dich, Max. Wir haben gerade von Blondie Maria gespielt. Mhm. Das war ja das große Comeback von Blondie nochmal in den 90er Jahren. Was verbindet dich denn mit diesem Song? Das war mein allererstes Konzert. Ich war mit meinem Vater auf diesem Blondie-Konzert, auf diesem, genau diesem Blondie-Konzert. So 10 oder sowas müsste ich gewesen sein. 9, 10, 11, sowas rum. War bei mir ähnlich. Mein Vater hat mich sehr früh mitgenommen. Ich habe meistens immer die erste Halbzeit gestanden. Die zweite Halbzeit habe ich zwischen seinen Beinen geschlafen. So klein war ich. Aber wir haben die Eckdaten mal zusammengefasst, um mal zu erfahren, wer Jasna Fritzi Bauer eigentlich ist. Ich bin so gespannt. 1989, die Welt tanzt Lambada. David Hasselhoff singt auf der Berliner Mauer und Jasna Fritzi Bauer kommt zur Welt. Ein deutsch-chilenisch-schweizerisches Patchwork-Kind mit Familie in aller Welt und Wurzeln in Wiesbaden. Ein Mädchen, das keine klassische Rampensau ist, aber sicher ein Tick anders. Die Schule hasst sie mindestens so inbrünstig, wie es viele ihrer Charaktere tun. Umso mehr liebt sie die Bühne. Schon als Schülerin spielt und singt sie im Wiesbadener Staatstheater. Und wenn sie nicht auf der Bühne steht, dann sitzt sie im Publikum. Von dort der Sprung an die Schauspielschule und schon im Studium erste Kinorollen. Eine Frau, die von Gedichten genauso fasziniert ist wie von Helene Fischer. Zwischen Tatort-Dreharbeiten und Podcast-Aufnahmen ist Jasna Fritzi Bauer heute mit uns im Festsaal Kreuzberg in Berlin und singt sich durch ihr Leben. Jasna Fritzi Bauer. Sehr cool. Dankeschön. Wenn man so durchrast durch dein Leben. Du bist in Deutschland aufgewachsen. Ja. Und durch deine Mutter hast du einen schweizerischen und einen chilenischen Pass. Das stimmt? Das ist absolut richtig. Gibt es denn Eigenschaften, die bei dir so typisch schweizerisch oder typisch chilenisch sind? Ich will jetzt sagen, ich bin sehr pedantisch auf jeden Fall. Sehr spießig bin ich auch. Das könnte sehr schweizerisch sein. Und ich bin immer pünktlich. Ja, das ist ganz entgegengesetzt dem, was meine Familie in Südamerika so betreibt. Weil da, wenn man sich da um 13 Uhr verabredet, kommt er erst um 14 Uhr. Also, und das ist, meine Mutter ist sehr so, sehr immer zu spät. Ich glaube, das hat mich so genervt als Kind, dass ich jetzt einfach überpünktlich bin und eher eine Schweizerin geworden bin. Du kommst aus einer Patchwork-Familie. Ja. Jetzt wollte ich nur mal ganz kurz fragen, und auch eine große Familie. Mhm. Kannst du mal erzählen, wie die so zusammengestellt war und was das Patchwork bedeutet hat? Also ich habe, ja, ja, passt mal auf, Leute, jetzt kommt es nämlich. Ich habe 6 Geschwister, sind 7, mit 3 Müttern und 3 Vätern. Und jetzt könnt ihr überlegen, wie. Das heißt aber, ihr habt nicht in so einer Kommune, in so einem Haus gewohnt, wo alle drin waren? Ich habe, also meine Mutter hatte mich bekommen mit meinem Vater und die hat einen neuen Mann kennengelernt, der 2 große Kinder schon mitgebracht.
Und dann haben die noch ein Kind bekommen, dann haben die sich getrennt, haben meine Mutter noch ein Kind bekommen und dann hat der andere noch ein Kind bekommen und dann kam noch mehr. Aber wir sind alle zusammen, also wir Großen sind zusammen aufgewachsen und wir sagen auch alle, dass wir Geschwister sind. Also bei uns gibt es nicht so Stief halb oder Halb oder irgendwas. So. Wir sind einfach Geschwister und Ende. Ich kann mir vorstellen, dass das einen weg von diesem stereotypischen Familienbild denken lässt. Für mein Leben, was ich jetzt führe, hat es mir, glaube ich, gebracht, dass ich ein sehr viel offeneres Familienbild und Lebensbild habe oder Lebensgemeinschaftsbild. Mhm. Ich habe nicht so ein typisches Familienbild vor mir und denke, oh nein, ich bin jetzt, werde 33, wo ist mein Haus, mein Hund, meine zwei Kinder und mein Mann. Die sind leider alle noch nicht alle noch nicht da. Die sind da, die wissen das nur bloß noch nicht. Okay. Nee. Wenn man so junge Eltern hat, gab es dann überhaupt für dich den Grund, mal irgendwann zu rebellieren zu Hause? Ich glaube nicht, war ehrlich gesagt ein sehr schüchternes Kind. Sonst war ich, glaube ich, echt einfach nett und ein bisschen langweilig und überhaupt nicht rebellisch. Also bei uns gab es auch keine Verbote und sowas. Ich glaube, dadurch, dass wir irgendwie machen durften, was wir wollten, hatten wir jetzt nicht so den Drang, irgendwie irgendwas Krasses zu machen, Okay. Außer mal beim Karstadt Socken zu klauen oder so. Dein erstes Lebenslied führt uns von deinem ersten zu deinem zweiten Konzert. Oh Gott. Und ich, also wer die Sendung kennt, ich bedanke mich oft für die Lieder, die ich singen darf. Ja. In dem Fall, es ist Oops, I Did It Again von Britney Spears. Ich verstehe nicht, was du daran schlimm findest. Nein, ich finde das super. Vielen Dank. Also, aber ich wollte dich fragen, wie kam es denn zu Britney Spears? Naja gut, man wird ja beeinflusst von seinen Freunden und dann war halt Britney Spears in. War das ein Idol für dich, Britney Spears? Nee. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie nie so Gedanken zu Britney Spears gemacht. Ich fand das irgendwie cool, weil das alle cool gefunden haben. Ich würde mich jetzt gerne dran wagen. Es ist, wenn man dann so ein Stück mal selber singt, macht es plötzlich doch mega viel Spaß. Ja, siehst du? Deswegen ist es wirklich cool. Ich freue mich drauf. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, von Britney Spears ein Lied zu singen. Ich bin sehr gespannt. Oops, I Did It Again von Britney Spears. Oh yeah, 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 yeah. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. No, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typical. My problem is this, I'm dreaming away, wishing that heroes, they truly exist. I cry watching the days, can't you see I am fooled in so many ways? But to lose all my senses, that is so just typical. Das ist ein großartiger Song. Und du hast ihn sehr, sehr gut performt. Oh, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Toll. Aber großen Applaus an euch, dass ihr das auch so hinkriegt. Du sagst, dass du ein sonderliches Kind warst. Ja. Wie genau hat sich denn sonderlich geäußert?
Ich glaube, ich war einfach schüchtern. Ich glaube, ich habe mich nicht getraut. Das habe ich auch bis heute. Ich traue mich ganz viele Sachen nicht. Ist auch ein wahnsinniges Wunder, warum ich eigentlich Schauspielerin geworden bin, frage ich mich bis heute. Also wirklich einfach nur peinlich die ganze Zeit. Ich muss nur peinliche Sachen machen. Mir ist alles peinlich. Mir war früher alles peinlich, mir ist heute alles peinlich. Also Theater, ja? Theater, wenn du dann so, ja, jetzt sprich mal auf einer Sprache, die du nicht kannst. Improvisier da mal was auf Norwegisch. Dann bin ich so, nee, auf gar keinen Fall. Das finde ich so ätzend. Aber was hat dich denn auf die Bühne getrieben? Keine Ahnung. Das ist doch wirklich verrückt, wenn du sagst, dir ist jetzt auch noch so vieles dann peinlich. Also ich kann mich erinnern, dass ich in der dritten Klasse ungefähr mussten wir immer auf den Elternabenden so Szenen spielen. Ja? Und da wurden wir sozusagen schon ins Verderben getrieben und mussten uns da der Peinlichkeit ergeben vor unseren Eltern mit so Zetteln und so Sachen in der Hand. Hallo, ich heiße Rethel, weil man ja auch noch nicht lesen kann. Und da hat es angefangen, würde ich sagen. Und dann war ich in der Theater-AG, auch schon in der Grundschule. Da habe ich meine große erste Rolle gespielt, einen Tannenbaumverkäufer. Aber dich vor Publikum zu zeigen, hat das was mit deinem Inneren auch gemacht, mit deinem Selbstbewusstsein? Man wird natürlich offener und ich glaube, durch dieses auf der Bühne sein und dort peinliche Sachen machen zu müssen und das zu überwinden, wird man viel selbstbewusster, klar. Aber ich bin jetzt auch nicht so krass selbstbewusst, wie manche Leute vielleicht denken. Also vielleicht in manchen Bereichen, aber nicht in allem. Das nächste Lebenslied, was du dir ausgesucht hast, passt zum Thema Schüchternheit. Es heißt nämlich Nur ein Wort von der Band Wir sind Helden. Ja. Da geht es ja um jemanden, der seine Zähne nicht auseinander bekommt. Ja. Ist das der Grund, warum du den Song ausgesucht hast? Nee. Der Grund, warum ich den Song ausgesucht habe, ist, weil ich in meiner Jugend wahnsinniger Wir sind Helden-Fan war und immer noch finde, dass sie so tolle Lieder gemacht haben mit so tollen Texten. Und ich höre immer noch Wir sind Helden. Oft auf Partys sogar. Zu Hause bei mir im Wohnzimmer wird oft Wir sind Helden getanzt. Morgens aber. Aber jetzt können wir es zusammen singen. Machen wir es gemeinsam? Können wir machen. Sollen wir machen? Dann Jasna, Fritzi Bauer und ich. Wir sind Helden, nur ein Wort. Ihr dürft loslegen, Jungs. Right.
Wort. Yeah. Jasna Fritzi Bauer. Dankeschön. Dankeschön. Das macht total Spaß, mit dir zu singen. Das freut mich sehr, es macht auch Spaß, mit dir zu singen. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, sag mal, wir haben das Thema beide in unserem Leben, nämlich, dass ich auch mit 16 erstmal die Schule aufgehört habe und das Abi dann sehr viel später nachgeholt habe. Aber warum ich das gemacht habe, war, weil ich meiner Leidenschaft der Musik machen nämlich auch nachgegangen bin. Aber du hast die Schule eben auch abgebrochen. Ja. Und was ich weiß, du warst Schulsprecherin und Schulabbrecherin. Ja. Wie passt das zusammen? Danach war ich auch Studentensprecherin. naja, ich habe halt... Als ich 18 war, habe ich ja schon lange Theater gespielt. Und ich hatte einfach auch absolut keinen Bock mehr in die Schule zu gehen. Ich weiß, das darf man nicht sagen, das soll man nicht machen. Und bitte geht alle in die Schule, macht euer Abitur und so. Aber Wie bringt man das seinen Eltern bei, dass man die Schule abbricht für das, was man da macht? Ja, also ich habe auf jeden Fall auch Ärger gekriegt. Dann hatte ich mit meinen sehr unautoritären Eltern, die ja auch schon sehr lange getrennt lebten, in unserer Küche, der Küche meiner Mutter, so ein Gespräch. Dann saßen die beide da und ja, und dann haben wir eben ausgemacht, dass wenn ich es nicht schaffe, dass ich dann mein Abitur in der Abendschule nachhole. Und ein Glück, sage ich mal, habe ich es geschafft und musste nicht mein Abitur nachholen. Und jetzt habe ich ein Diplom. Ja. Du hast im Studium schon deine erste Kinorolle bekommen, Preise, ein festes Engagement am Wiener Burgtheater. Das liest sich wie so ein triumphaler Durchmarsch. Hat sich das für dich auch so angefühlt? Überhaupt nicht. Es hat sehr viel mit Glück zu tun gehabt, glaube ich. Ich hatte einfach wahnsinnig viel Glück in meinem Leben oder in meinem Berufsleben bisher und war, glaube ich, oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man so schön sagt. Jetzt bin ich immer die Burgschauspielerin. Wenn man einmal im Burgtheater war, ist man für sein Leben lang Burgschauspielerin. Das ist wirklich lächerlich. Ich bin 3 Jahre dort gewesen und nochmal 2 Jahre als Gast und bin für immer die Burgschauspielerin. Aber gut. Aber trotzdem war es nicht so eine einfache Zeit, habe ich gelesen. Ja, ich habe einfach wahnsinnig viel arbeiten müssen, was auch okay ist. Aber ich wurde dann sehr krank und hatte sehr starke Stimmprobleme. Und das hat mich so ein bisschen... so zurückgeholt in so eine Realität, weil ich glaube, wenn man in so einer Theatermaschine drin ist, dann läuft das die ganze Zeit weiter. Man muss sich vorstellen, wir arbeiten 7 Tage die Woche. Es gibt eigentlich keinen einzigen freien Tag, weil man eigentlich Sonntag, wenn man denkt, man hätte mal keine Proben, auch Vorstellungen hat meistens. Ich habe in einem Jahr, 196 Vorstellungen in 10 Monaten gespielt und immer geprobt. Also die ganze Zeit durch. Ich hatte keine probenfreie Zeit. Wahnsinn. Und da ist dann irgendwann, war mein Stimmapparat meine Stimmbandmuskulatur war überbelastet. Und meine Stimme ist halt jede Woche ausgefallen. Ich konnte wirklich nicht mehr sprechen. Wie wenn man eine Stimmbandentzündung hat. Aber halt nicht die Stimmbänder sind entzündet, sondern die Muskulatur ist überlastet. Kann man auch nicht spritzen oder so. Mhm. Weil wir werden dann oft gespritzt, damit wir die gesund werden, meine ich natürlich. Nee, man wird tatsächlich einfach gespritzt, damit man die Vorstellung spielen kann. Das ging bei mir nicht. Und es zerrt dann schon an einem, wenn man jede Woche wieder ausfällt. Und dann war ich so, ey, ich will das halt vielleicht auch noch mein ganzes Leben lang machen und nicht nur jetzt hier 8 Vorstellungen am Burgtheater spielen. Ja, und dann wurde ich gefeuert. Tatsächlich, ja? Ja, ich wurde gefeuert. Hast du jemals mit deinem Job gehadert? Immer. Oft, ja. Das kommt auch immer wieder. Ich glaube, ja, es kommt immer drauf an, wie es einem gerade so selber geht, ne? Was man gerade für Angebote hat oder nicht. Dann jetzt in solchen Zeiten wie, das war ja auch niemals voraussehen, kommt das so eine komische Zeit wie diese jetzt auf uns zurollt. Also da hadert man ja dann doch manchmal, denke ich. Mit diesen Schwierigkeiten muss man irgendwie umgehen. Wie machst du das? Ich bin irgendwie ein bisschen lockerer geworden. Ich mache mir jetzt nicht mehr so viele Gedanken, auch wenn ich keinen Job habe. Man denkt immer, so erfolgreiche Leute, die müssen sich auch bestimmt über gar nichts Sorgen machen. Das stimmt einfach nicht. Wir haben auch Zeiten, wo wir einfach gar keinen Job haben. Ich weiß auch nicht, was ich als nächstes arbeite. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich einen Tatort drehe, weil ich eben nur mal Tatortkommissarin bin. Und sonst weiß ich nichts. Ich weiß nicht, was ich nächsten Monat arbeite. Und diese stete Unsicherheit,
ist wirklich belastend, glaube ich, auf Dauer. Oder ich, aber ich bin da, habe mir da irgendwie vorgenommen, so nicht mehr so zu denken, oh Gott, was passiert nächsten Monat, sondern es kommt immer was. Woran erinnerst du dich bei Nur geträumt von Nena? Das wäre nämlich unser nächstes Lebenslied. Das ist so ein Song. Da muss ich auch sagen, immer wenn wir so als Freunde so zu Hause mal noch ein Bierchen trinken oder auch ein Gin Tonic oder drei und in der Küche tanzen, dann singen wir immer, hören wir immer diesen Song. Ich finde, das ist ja eine Gesangsnummer, die zum Singen jetzt gar nicht so viel hergibt, aber die hat so eine Attitude. Also das ist so ein Stück, wo man, ich liebe das, was die Band gleich machen wird. Und das ist so unique Nena, dass ich sie gar nicht alleine singen will. Und deswegen würde ich sie super gerne mit dir zusammen singen. Wenn es ein Lied von dir ist, dann könntest du das jetzt gemeinsam mit mir machen. Da würde ich mich total freuen. Was ist, wenn ich Nein sage? Dann kannst du, ja, mache ich. Ich natürlich, nicht, mach alles, was du willst. Super. Also nicht alles, aber fast. Dann lass uns jetzt Nur geträumt von Nena singen, zusammen mit Jasna Fritzi Bauer. Ich bin so allein. Ich will bei dir sein. Ich seh deine Hand. Hab sie gleich erkannt. Mein Kopf tut weh. Du hast selbst öffentlich in der Kampagne mitgemacht und für die Corona-Impfung geworben. Mhm. Wie geht es dir, wenn du Lieder von Nena hörst? Ja, eigentlich. Ja, sie hängt, ich weiß, inzwischen ist es in absurden Theorien fest. Ja, es ist traurig. Also ich bin da, ich weiß nicht, was bei der los ist. Ich meine, jeder darf ja machen, was er will, aber ich bin... Das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Nena muss man, darf man eigentlich nicht mehr. Das gibt es jetzt ganz viele, wo man denkt, ach nö, ey, echt. Ich finde es ganz verwirrt. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Ich bin, also, ich bin einfach fassungslos. Ich bin sprachlos. Also, es gibt ja das, durchaus den Gedanken, die Kunst vom Künstler trennen zu müssen. Ja. Gelingt dir das? Oft nicht. Ich meine, wenn es ums Impfen geht, da bin ich wirklich ein Impf-Hardliner, ich sag's mal so. Ich bin pro Impfen und ich verstehe das alles nicht. Und wir sehen jetzt, wo uns das hier hingebracht hat, dass da ein paar Leute ein bisschen unentschlossen waren. Ich hoffe, dass diese jetzt mal langsam impfen gehen und sich nicht mehr so unentschlossen sind, damit wir alle bald vielleicht wieder normaler leben können. Ja? Sehe ich auch so. Ganz klar. Ja, es ist, ich finde es einfach wirklich, ehrlich gesagt, unmöglich,
Weil es geht nicht um einen selbst, es geht irgendwie um das Miteinander. Und ich finde, die Gesellschaft hat sich zu einem, weil irgendwas Ekelhaftem entwickelt, super empathieloser Haufen. Es geht ja nicht nur um dich, also es geht ja um alle anderen auch. Ja. Yeah. Viele KünstlerInnen sind vorsichtig mit politischen Äußerungen und wollen eben überhaupt nicht polarisierende Themen ansprechen. Warum ist dir das wichtig? Weil ich eine Meinung habe und ich bin politisch aufgewachsen. Ich habe schon immer meine Meinung gesagt und das bedeutet ja nicht, dass ich jemand anderem meine Meinung aufdrücke. Ich will meine Stimme erheben jetzt auch, wo ich eine Reichweite habe, möchte ich sie nutzen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich jemanden zu etwas zwingen möchte oder jemanden dazu bringen möchte, mir zu folgen oder meiner Meinung zu sein. Ich möchte einfach nur, dass ein Diskurs entstehen kann über verschiedene Meinungen, auch über verschiedene politische Meinungen, über verschiedene Ansichten, dass man sich vielleicht, weil vielleicht gibt es ja den Moment, wo ich auch was nicht weiß und ganz falsch gedacht habe und jemand anderes klärt mich auf. Aufklärung kann ich betreiben. Ich kann, ja, ich mag einfach meine Meinung sagen. Diesen Einfluss, den du nehmen kannst, hast du das Gefühl, dass die Kunst einen großen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen kann? Ich glaube schon, dass es verschiedene Künstler und Kunstwerke, Musik und so weiter gibt, die Einfluss auf eine Gesellschaft nehmen können. Texte wie Gedichte, Lyrik im Alltag. Ja. Ich glaube, dass das meiste, was in der Gesellschaft ankommt, an Werten, ist über die Kunst. Ja. Ganz egal, über welche Kunst, ja, aber es ist die Kunst. Über es die ist, Künstler, glaube ich. Und über die KünstlerInnen, ja. Natürlich über die Kulturschaffenden, da bin ich fest davon überzeugt. Deswegen finde ich, es eine enorme und eine logische Konsequenz und auch eine klare Aufgabe, die wir alle haben, dass wir uns politisch äußern. Ja. Weil das immer die Möglichkeit hat, direkt ins Herz zu treffen über die Musik, über einen Film, über ein Theaterstück auch. Natürlich, ja, klar, wenn du ein Thema behandelst, macht das dem Publikum die Augen auf. Ja. Ich sehe das schon auf jeden Fall so. Diese gespaltene Gesellschaft, die wir gerade haben, die macht einen ja schon nervös, auf jeden Fall. Die Frage ist eben, bist du gelassener oder bist du eher nervöser? Also mich macht das ehrlich gesagt alles einfach nur wütend. Und dann macht mich wütend, weil es hier alles nicht passiert ist und wie es überhaupt dazu kommen kann, dass es jetzt so ist. Also nicht mit Corona, sondern mit den Menschen und mit, was sind das denn für empathielose Arschlöcher, wirklich? Also wie kann man denn so miteinander leben? Wie kann denn auch so viel ekelhaftes Gedankengut immer noch manifestiert sein in den Gehirnen der Menschheit oder der Menschen in Deutschland und auch in Europa, das passiert in der ganzen Welt gerade, aber ich bin da einfach, ich verstehe das alles, das macht mich wütend und traurig. Und ich merke, ich schaue überhaupt nicht gelassen darauf. Das stimmt, so kann man es auch beantworten. Es macht mich einfach super wütend und es macht mir auch Angst. Man ist so machtlos, man weiß nicht, was man tun kann oder tun soll. Also man kann sich den Mund fusselig reden und da passiert nichts. Musik kann man machen. Ja. Wie zum Beispiel das nächste Lebenslied. Du hast dir ein Stück ausgesucht, When You're Gone. Das ist im Original von Bryan Adams mit Melanie C. Ja. Und ist das ein Song, was wir zusammen machen können? Ich finde, das ist einfach cooler, mit dir auf der Bühne zu stehen als alleine. Ja? Wir können den zusammen machen, aber ich für alles, was wir falsch, ich vor allem falsch singe, Entschuldigung. Das ist nämlich wirklich ein schwieriger Song. Wir werden es gleich sehen. Aber eine Frage, dieser Song ist ja nicht von ungefähr gekommen. Wieso, was verbindest du mit dem Stück? Ich habe den immer mit meiner Mutter gehört, ehrlich gesagt. Und das ist so, wenn ich darüber nachdenke, weil ich habe auch meine Schwester gefragt, was haben wir zu Hause immer gehört? Und immer fällt mir dieser Song ein. Meine Mutter singt den auch sehr gerne zu Hause einfach mal ein bisschen rum. Also ich wurde sehr viel belästigt auch mit dem Song. Aber ich finde den einfach schön. Dann lass uns die Leute belästigen mit dem Song jetzt. Ja, gerne. Wir belästigen euch jetzt. The phone don't ring.
gemacht. Super gemacht. Ja, danke, aber es würde, wenn ich Mel C wäre, wäre es besser gewesen. Ich glaube nicht. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die ich sehr mag, denn wir können mit dieser Rubrik schnell Songs besprechen und du erzählst uns, was du damit verbindest. Das ist die Plattenkiste. Ja. Nicht hier. Wir haben dich gefragt, was für Songs noch in Frage kommen würden und haben die hier mal zusammengestellt. Okay. Ich ziehe jetzt die erste Platte raus und frage dich, was es damit auf sich hat. Es ist Miley Cyrus, Wrecking Ball. Warum dieser Song? Es hat sich irgendwann so eingebürgert, dass das immer zu meinem Geburtstag gespielt wird. Und an meinem 30. Geburtstag, den meine Freunde für mich organisiert haben, also es war eine Überraschungsparty, die keine Überraschungsparty war, weil ich wusste, dass es stattfindet, nur nicht wo und was. Und ich durfte Leute einladen. Und ich kam mit Augen, verbundenen Augen, wurde ich hier in Kreuzberg in einen Raum geführt. Und es lief ganz laut Wrecking Ball und es standen 150 Leute mit so Wunderkerzen da. Oh. Und ich stand in der Mitte und wusste einfach gar nicht, was passiert. Seitdem ist das es heißt, noch mehr. Das heißt, du kannst auch singen. Och Mann. Ich frage nur deshalb, weil klar. Ich habe die Band gefragt, ob sie nur, nicht das ganze Lied, aber ich finde, ich kann mir das so gut vorstellen bei dir, dass du das singst. Ich würde auch versuchen mitzusingen. Nur ganz kurz den Refrain machen, damit die Leute wissen, von welchem Stück wir sprechen. Bleiben wir sitzen aber? Wir bleiben jetzt einfach sitzen. Ja. Das ist ja die Plattenkiste, wir müssen sie gleich wieder hinsetzen. Mhm, klar. Bist du soweit? Also, wir versuchen es mal, oder? Okay, warte mal. Spielt ihr einfach andere Lieder, jeder für sich eins, oder? Genau so war es auf meinem Geburtstag. Ich glaube, ihr habt gerade... Das ist dann, guck, wir fangen hier an. I can live a life running for my life. I will always want you. Und dann geht's los. Okay? Ja, yeah, okay. Gut, versuch's. I can live a life running for my life. I will always want you. Das wollte ich. Yeah. Also wenn wir von deinem Geburtstag sprechen, du bist ja, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, du hattest am Anfang vor allem die Möglichkeit, durch dein junges Aussehen sehr oft auch Teenie-Rollen zu spielen, mhm. auch wenn du selbst nicht mehr in dem Alter warst. Ja. Und wenn du jetzt von Geburtstag zu Geburtstag gehst, ich meine, jetzt bist du Tatortkommissarin, trotzdem, wo ist dieser Moment im Leben, wo man sagt, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf andere Rollen, weil da möchte ich nicht hängen bleiben, weil irgendwann ist das zwangsläufig vorbei. Ja, das Problem, also deshalb hänge ich auch gerade ein bisschen. Bin ein bisschen hängen geblieben. Ich möchte ja diese Rollen nicht mehr spielen, weil ich bin jetzt 33. Langsam sieht man es meinem Gesicht auch an. Und ich kann halt nicht mehr, weil meistens, wenn man 16 oder sagen wir mal, inzwischen darf ich 18-Jährige spielen. Spielt, sind die Kollegen gleich alt. Also die sind dann 18 wirklich und das sieht man dann leider wirklich. Also man müsste noch ein paar 30-Jährige finden, die auch aussehen wie 18 und dann wird es funktionieren. Ja. Ja. Nächster Song. Ich bin so gespannt. Sophie Hunger, Train People. Always hungry, the whistle blows and it's blindly running.
sehr, sehr schönes Lied. Du hattest mal gesagt, dass das das Stück sein sollte, was auf deiner Beerdigung läuft. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das so schön und es hat für mich sowas mit so von Loslassen und Abschied zu tun. Mhm. Ja, sorry, Sophie. Kommen wir zur nächsten Platte. Ah. The Doe. Trustful Hands. Ein französisch-finnisches Duo. Mhm. Das ist wirklich eines meiner Lieblingslieder auf der ganzen Welt. Das hört sich wahnsinnig fiepsig an im Ohr. Aber ich liebe den Song. Ich liebe den Text von dem Song. Ich liebe den einfach. Das geht ja um Vertrauen. Ja. Bist du jemand, der leicht vertraut? Ich glaube leider ja. Dafür du wird denkst man immer an das Gute, glaubst du an das Gute im Menschen und... Ich glaube schon. Also ich finde irgendwie doof, wenn man da immer so negativ rangeht. Ich vertraue oft Leuten und man wird dann mal auch enttäuscht oder kriegt dann nicht das zurück, was man will oder hätte sich wünscht. Aber ich glaube irgendwie daran, dass man da optimistisch bleiben sollte. Mhm. Wenn es nicht geklappt hätte mit der Schauspielerei, was wäre dann dein Plan B gewesen? Ja. Keine Ahnung. Es hat geklappt. Und ja. Ja, es hat... Ein Glück hat es geklappt. Du lebst jetzt, wie gesagt, in Berlin und das nächste und letzte Lebenslied führt uns dahin auch zurück. Es ist nämlich von Rio Reiser. Ja. Und das ist ein Lied, das ich nicht kannte und das mich bereichert hat. Das kanntest du nicht? Nein. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich bei mir kein Wunder. Mike lacht schon. Max kennt gar nichts. Auch das kannte ich nicht. Und es hat mich aber total berührt und ich bin froh, dass wir es spielen. Es heißt Für immer und dich. Warum dieser Song? Dieser Song hat für mich, also sowieso, ich bin ein riesiger Ton, Steine, Scherben und Rio Reiser Fan, sagt man da. Und es gab so einen ganz besonderen Moment, und zwar, ich war ja an der Volksbühne hier, an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, noch unter Frank Kastorf und beim Abschlussfest bei der letzten Vorstellung gab es draußen ein großes Fest und da hat das Ensemble, also vor allem, ich glaube, Martin Wuttke und Marc Hosemann, wenn ich mich nicht irre, und das restliche Ensemble haben diesen Song gesungen für die Volksbühne und es war ein wunderschöner Moment. Der ganze Vorbühnenplatz war voll mit Menschen und es war wirklich sehr, sehr schön und ich bin da noch über den Zaun geklettert. Es war, da haben auch alle geweint, glaube ich. Das war so das Ende. Mal sehen, ob wir das auch schaffen am Ende. Rio Reiser. Herrlich. Immer und dich. Ich sing für dich. Ich schrei für dich. Ich brenne und ich schnei für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich, für immer und dich, wo immer du bist. Ich lach für dich, ich wein für dich. Ich regne und ich schein für dich. Verletz die ganze Welt für dich. Für dich und immer für dich. Für immer und dich. Für dich. Für immer und dich. Für dich den Regenbogen, für dich und immer für dich, für immer und dich. Ich rede für dich, ich schweig für dich, ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich
für immer und dich, für immer und dich. Für dich, für immer und dich. Egal wie du mich nennst, egal wo du heute pennst, yeah. Ich hab so oft für dich gelogen und wieg für dich den Regenbogen. Für dich, für immer und 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 dich. Liebe Jasna, vielen Dank. Ich möchte dir noch eine ganz wichtige Frage stellen. Ja. Die stelle ich immer ganz zum Schluss. Jedem Gast. Ja. Und es macht immer Sinn, nachdem man gehört hat, dass du denkst, für was du stehst, an was du glaubst, frage ich dich, auf was kommt es im Leben wirklich an? Oh, Alter. Auf was kommt es im Leben wirklich an? Auf empathisch sein, tolerant sein und respektvoll miteinander umgehen. Darauf kommt es an. Vielen, vielen Dank. Das war Lebenslieder mit Jasna Fritzi Bauer und meiner fantastischen Band. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke fürs Zuschauen. Für immer und egal wo du heute pennst, ich hab so oft für dich gelogen. Und was? Ich bieg dir den Regenbogen. Für dich. Und für immer, immer für dich. Für immer und dich. Für immer und dich. Für immer und dich. Für immer und dich. Max Muskel.